ein Nomad. Schlecht geparkt auf jeden Fall. Aber kein Problem für Super Jump Rider. Sag ich ja. Kein Problem. Super Jump Rider. Oh. Ich weiß nicht, wie Sie die Glyphen aktiviert haben, aber Sie müssen das Programm durchlaufen lassen. Echt jetzt, Ryder? Es wird funktionieren. Glauben Sie mir. Ich weiß. Wer bin ich? Zwischendurch stellten die wieder. Unglaublich, wie hoch es ist. Könnte das ein weiterer Gravitationsschacht sein? Uah. Zwischendurch stellten die wieder einfach mal meine Ingame-Sachen um. Ich habe auch ein niedrigeres FOV. Goddammit. Und das ist ganz blöd für Aufnehmen, wenn da die Resolution nicht passt. Das passt. Bildkörnung. Oh, verdammt. Auflösungskalierung. Das haben wir schon mal ganz hoch gedreht letztens. Aber ich glaube, das ist gar nicht der Sichtbereich. Der war irgendwo anders. Nein. God damn it. Stop messing with my stuff, man. Was ist das Sicht für den Multiplikator? Wie war das? They're messing with my stuff. Der Schacht ist abgeriegelt. Verdammt. Vielleicht können wir ja wieder die Notstromleitung nutzen. Das sieht wie ein Geschütz aus. Sehen Sie sich vor. Sieht aus, als hätten wir dieses Geschütz gerade noch rechtzeitig auf unsere Seite gebracht. Ja. Ich weiß. Ich lerne. Sind Sie sicher, dass sich dieser Schacht nicht unter unseren Füßen öffnen wird? Ziemlich sicher. Konzentrieren Sie sich auf die Relikte. Habe ich Singularität nochmal nicht auch reingegeben? Nur. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Ja. Wir wissen's. Dieses Gerät scheint eine Defensivfunktion zu erfüllen. Unglaublich, wie hoch es ist. Die Energieversorgung des Gravitationsschachts ist wiederhergestellt. Die Leitung führt nach unten. Der Druck der Leitungsflüssigkeit schwankt. Das könnte auf Aktivitäten unter uns hindeuten. Dann graben wir mal tiefer. Ah, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Ja, irgendwas haben sie mir umgestellt. Und ich habe halt schon ein Recording verbockt mit Rocket League. Das brauche ich nicht nochmal. Wir gehen einen Stock runter. Hier liegt kaum Staub. Wie alt ist dieser Ort? Unbekannt. Die Strahlungswerte legen nahe, dass das Gewölbe mehrere hundert Jahre lang offline war. Etwa zu dem Zeitpunkt, als die Geißel aufgetaucht ist. Das kann kein Zufall sein. Vielleicht ist die Geißel der Grund, warum diese Tech verlassen wurde. Einmal zu, Cora. Staub kommt von menschlicher Haut. Menschliche Hautpartikel, die sich ja Staub dann absetzen. Wenn das Roboter sind. Roboter sollten normal nicht stauben. So habe ich das jedenfalls mitbekommen. Darf ich nicht drauf? Let me in! Darf ich nicht drauf? Mist, die Leitung ist undicht. Ja, und das Zeug verteilt sich über die gesamte Konsole. Es wird Ihnen die Hände wegbrennen, wenn Sie versuchen, darauf zuzugreifen. Und ohne die Flüssigkeit haben wir hier auch keine Energie. Verdammt. Vielleicht waren diese Vorrichtungen weiter oben ja deshalb abgeschaltet. Wie auch immer. Wir werden jetzt auf keinen Fall wieder umkehren. Es muss eine Möglichkeit geben, das Leck zu stopfen. Ein Handschuh. Oder vielleicht eine Art Werkzeug. Unsere Wissenschaftler werden es auf jeden Fall lieben. Da rührt sich nichts. Solange die Leitung undicht ist, gibt es hier nicht mal genügend Energie für die Tür. Ryder, hier oben!
keine der Türen hier oben funktioniert. Die Leitung hat ein Leck. Moment mal. Die Beobachter haben merkwürdige Laserfrequenzen eingesetzt, um eine kaputte Wand zu reparieren. Ich sende die Frequenzen an ihr Universalwerkzeug. Vielleicht können sie die Leitung reparieren. Und da sind sie. Ich probier's mal. Das System reagiert auf diese Frequenzen. Wir haben es zwar nur notdürftig geflickt, aber es müsste halten. Gut gemacht. Wenn die Reparatur erfolgreich war, müsste die Konsole jetzt funktionieren. Ryder? Sieht aus, als hätte es funktioniert. Und da ist sogar eine Brücke. Sie sind echt ein Schatz, Ryder. Wo wollen Sie hin? Die Quelle der Systemabriegelung muss ganz in der Nähe sein. Wer als erster da ist, sagt den ganzen Ruhm ein. Wir werden Sie schon einholen. Vorausgesetzt, diese Tür funktioniert jetzt auch. Yay. Sehen Sie sich das an. Der einzige Weg führt nach unten. Sieht aus, als wollten Sie nicht, dass hier irgendjemand so leicht durchkommt. Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Es ist immer noch ein ziemlich tiefer Sturz. Das ist mein Megasprung. Moment mal. Pflanzen? Hier unten? Das ist seltsam. Es gibt hier weder Sonnenlicht noch Wasser. Sie müssten alle tot sein. Dieser Planet ist eine Einöde. Vielleicht sind sie ja einfach abgehärtet. Die Quelle der Systemabriegelung könnte weitere Informationen liefern. Wir sind offenbar ganz in der Nähe. Das ist keine echte Pflanze. Das ist eine Zierde. Oder es ist eine Roboterpflanze. Noch cooler. Okay. Wir stolpern weiter. Mit Super Jump Rider. Wenn das kein echter Härtetest für die Jetpacks ist, weiß ich es auch nicht. Mein Jetpack hat keine Probleme. Guter Schlag. Ich hätte schwören können, ich habe mir Singularität eingestellt in der letzten Folge, die ich aufgehört habe. Aber anscheinend ist nichts gespeichert gewesen im Leben. Waffen wechseln. Denke ich, dass immer auf Dreieck ist. Nett. Gute Arbeit, Leute. Blümst. Könnte ich darüber hupfen? Das hat einen neuen Weg erschaffen. Ich denke, es ist der richtige. Wenn wir wieder zurückgehen, müssten wir ihn erreichen können. Kannst du erst hier reinschauen? Sieht wie ein Nebenraum aus. Was nicht heißt, dass es hier drin nichts zu holen gibt. Ich glaube, das lassen wir lieber. Ach, das wird schon. Sehen Sie, nichts passiert. Ich hasse das hier. Ich hasse es. Vermerkt. Ah, verdammt! Schon okay. Kein Problem. Hören Sie auf, alles schön zu reden. Verschwinden wir einfach von hier. Das ist alles unter Kontrolle. Keine Sorge, Vetra. Noch ein kleiner Roboter. Beobachter! Sie kommen auf uns zu! Ja. Waffen wechseln. Boah! Die machen echt keinen Schaden. Boah! So, wo ist meine Singularität? Nicht hier. Fähigkeiten.
Ha, I was not tripping. Es hat nichts gespeichert auch noch. Sehr schön, sehr schön. Oh, kann ich nicht umstellen? Die Hydraulik ihrer Panzerung kompensiert den Aufprall. Na Gott sei Dank. Das sind nämlich fette Jumps. Das ist ganz schön rutschig hier. Öffnen. Nein. Dann halt nicht. Also wo führt dieser Weg hin? Oh, mehr Wege. Das ist der richtige Weg, hat Ryder gesagt. Die Tür geht noch immer nicht. Wir haben einen Weg zur Wow! Und komm, mach dein Ding, Roller. Das klingt, als hätten sie es geschafft. Wir haben jetzt schon zwei Gravitationsschächte nach unten genommen. Und dieser Ort reicht noch tiefer. Ich bin gespannt, was uns ganz unten erwartet. Tja, Hauptsache, wir finden es nicht auf die harte Tour raus. Ryder, ich glaube, ich habe es rausgefunden. Hier hinten sind noch mehr Relikte. Werden Mission will ich sowieso Team Biotic mitnehmen. Mist daneben. Symbiotik. Gute Arbeit, Leute. Wow, nicht runterfliegen. Lieber Kupferloten. Stellen Sie sich diesen Ort mal voller Leute vor. Hier passt locker die ganze Nexus rein. Sehen Sie sich nur all diese Datenmuster an. Das ist ja quasi eine Bibliothek. Wollen Sie mich verarschen? Nein, ich sehe sie direkt vor mir. Und ich, Idiot, bin in die andere Richtung gegangen. Verdammt. Ich würde töten, um jetzt an Ihrer Stelle zu sein. Ja, ja. Immer schön an meiner Stelle bleiben. Ist beschädigt. Ist noch irgendetwas vorhanden? Ein möglicher Hinweis auf EOS und ein Begriff, der übersetzt so viel wie Handwerk, Entdeckung oder Gebäude bedeuten könnte. Oder. Ich konnte einige Daten wiederherstellen. Diese Fragmente scheinen aus Systemberichten zu stammen, die durch das Gewölbe erstellt wurden. Allerdings sind mir die meisten beschriebenen Systeme unbekannt. Oh. 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 Ich weiß ja gar nicht, was ich tun soll hier. Oh, ich hasse das Rätsel. Okay. Oh, suchen wir nach diesen Glyphen. Ehrlich gesagt habe ich keine Lust, auf Glyphenreise zu gehen. Ich kann mich ja nicht mal erinnern, was die Rätsel waren. Da ist noch eine Glyphe. Oh, ich hasse die Rätsel. Ich orte in diesem Gebiet keine weiteren Glyphen. Oh. Nein, nein, ich will nicht. Verdammte Rätsel. Okay. Ich möchte überhaupt das drücken.
Interfacing fehlgeschlagen, Pathfinder. Verteidigungssysteme werden aktiviert. Bin auf dem Weg! Keine Ahnung, was ich da tun soll bei diesen Rätseln. Ah, letzter Versuch. Lebt hier noch was? Oder hatte ich nur einen Versuch? Oh, okay. Einen Mod brauche ich anscheinend noch. Ein verdammtes Glyphenvernichtungsmod. Wie ich das damals auf der PS4 spielte. Mein Vater hätte diesen Ort geliebt. Ja. Nein. Nichts hat ihn so sehr fasziniert wie das Unbekannte. Irgendwann wird hoffentlich auch Sarah das alles hier unten erforschen. Oh. Ich hasse Klüven. Das Elend-Rätsel geht gar nicht. Ich weiß gar nicht mal, wie ich was verschiebe. Und das ist schon das erste Schlimme. Ich weiß nicht, ob irgendjemand das Rätsel mag eigentlich. Ich glaube, das war eins der unbeliebtesten vorigen Mass Effect-Regeln. Haben mir auf jeden Fall besser gefallen. Oh. Kommen Sie nach Andromeda. Spazieren Sie durch die Luft. Das ist eine Werbung. Und versuchen Sie beschissene Rätsel zu lösen. Wo ich nicht mal weiß, wie ich dufen. All das hier hatten wir auf Eos die ganze Zeit direkt unter unseren Füßen. Spüren Sie das? Der ganze Boden vibriert vor irgendwas. Wir müssen nah dran sein. Es sind Maschinen, die haben halt Vibrationsfunktionen. Küven! Hack Games, ich hasse sie! Oh. Kein Zweifel, das hier ist das Herz des Gewölbes. Ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen. Sämtliche Leitungen laufen hier zusammen, Pathfinder. Das muss die Abregelungskonsole sein. Lass uns mal abregeln hier. Cutscene. Ah. Oh, was ist das, Sam? Es scheint in Beziehung zu der Abriegelung zu stehen. Mehr lässt sich ohne Untersuchung nicht sagen. Systemabriegelung deaktiviert. Gewölbe und Atmosphärenwandler sollten bald wieder funktionsfähig sein. Ryder? Die Abriegelung ist vorbei, oder? Der gesamte Ort erwacht. Die Energiewerte sind unglaublich. Wirklich, wirklich unglaublich. Wenn alles wieder aktiv ist, müssten wir doch... Ryder? Running, running. Phoebe, zurück zum Eingang, sofort! Ich hab's gesehen! Was ist das? Gehen Sie kein Risiko ein! Verschwinden Sie einfach! Vorsicht! Entlüftungsöffnung! Das ist zu weit für einen Sprung! Haben Sie noch eine Brücke in petto? Hab ich. Keine Fights hier. Run, boy, run. Air is trying to catch you. Es wäre ratsam zu fliehen, Ryder. No. Ich weiß, Sam! Oh shit, man. Goddammit.
Tasten sind auf der falschen Taste. Wir wissen nicht, wohin er führt. Er führt von hier weg. Wir nehmen ihn. Es ist immer noch aktiv. Es säubert das gesamte Gewölbe und tötet alles, was ihm im Weg steht. Ja, uns zum Beispiel. Ich hab's das einzige rausgeschafft. Wenn Sie das Ding wollen, sollten Sie es sich schnell holen. Das ist die Tür zum Eingang. Wir haben es fast geschafft. Hört mir auf. Wir haben es fast geschafft. Wo sind Sie? Hallo? Baby? Los! Ha, es ist direkt hinter uns! Zum Gravitationsschacht! Sie ist verschlossen! Los, brechen Sie sie auf! Konsole stellt Verbindung zur Oberfläche her. Mach schon! Gewölbe Neustart abgeschlossen. Das war ganz schön hektisch. Was war dieses Feld? Eine Falle, was sonst? Eine Immunreaktion? Eine letzte Säuberung vor dem Neustart? Dieser Ort steckt voller Überraschungen. Wir müssen vorsichtiger sein. Dieses Feld hätte uns beinahe zersetzt. Hat es aber nicht. Freuen wir uns also über das coole Gewölbe, das Sie aktiviert haben. Atmosphärenwandler ist online. Ich stelle die letzte Konsolenaktivität wieder her. Ist das der Helios-Cluster? Ja. Da sind wir. Das ist Eos. Irgendwas ist passiert. Wegen des Neustarts vielleicht? Wenn wir dieses Licht sind, könnten all diese Punkte inaktive Gewölbe auf anderen Welten sein? Möglich, aber warum gibt es ein ganzes Netzwerk? Wozu dienen sie? Solange es uns ihre Erbauer nicht selbst erklären, können wir nur spekulieren. Wir haben Bots gesehen, lebende Pflanzen, Atmosphärenwandler. Ich habe mal Nachschub für ein Ratsteam beschafft, das die Atmosphäre eines Eisplaneten geimpft hat, um die Polarkappen zu schmelzen. Und Leben zu ermöglichen. Vielleicht war der erste Wandler, den wir gesehen haben, ja nur defekt. War das der Plan dieser Erbauer? Welten bewohnbar zu machen, einen ganzen Cluster zu terraformen? Hey, sehen Sie mal. Das ist anders. Ist es vielleicht aktiv? Wir müssen dorthin. Sam? Extrapolation läuft. Diese Koordinaten liegen jenseits des uns bekannten Raums. Markier sie auf den Karten. Wir müssen mehr wissen. Gehen wir an die Oberfläche. Ich brauche frische Luft. Ich habe bei Bibi die Augenbrauen entfernen lassen. Ein Minimod, ich weiß nicht, ob man es genau erkennt. Suvi hat einen neuen Haarschnitt bekommen und Liam auch. Das werden wir uns vielleicht jetzt auch noch anschauen können. Was für ein Himmel. Was? Kein Atmosphärenwandler arbeitet so schnell. Wenn dieser Effekt charakteristisch ist, werden sich die Luft- und Feuchtigkeitswerte erheblich verbessern, Pathfinder. Eos könnte erschlossen werden. Selbst ohne die Stürme wird es anfangs schwer sein. Aber das stehen wir durch. Diese Relikttechnologie könnte unser Überleben sichern, falls wir sie kontrollieren können. Sie ist gewaltig. Gehen wir es langsam an. Wir haben eine Spur. Sam hat sie auf den Karten markiert. Dieser Ort ist definitiv aktiv. Wer weiß, was wir dort finden werden. Wir?
Sie wollen mit uns kommen? Ich will wissen, wie die Relikte ticken. Und Sie haben den Schlüssel zu Ihrer Technologie. Oder eine Brechstange. Willkommen an Bord. Wir besorgen Ihnen einen schicken Jobtitel für Ihre Koje. Ich brauche nur eine Truhe. Datenpad, Zahnbürste, saubere Unterwäsche, das reicht mir. Wir sehen uns später. Das wird bestimmt interessant. Okay, Team Schwarz und Rot. Und jetzt zu unserem neuen Außenposten. Sie haben bereits einen idealen Standort gefunden. Der NAV-Punkt ist vermerkt. Ich informiere die Tempest. Die Nexus kann es kaum noch erwarten, Ryder. Die Kolonisierungsschiffe sind unterwegs und bereit für den Einsatz. Okay, machen wir es wahr. Okay, na. Das ist nur daran gelegen, dass ich drinnen war. Dass meine FOV-Einstellungen nicht gepasst haben. 5 Punkte. Werfen. Zuerst werfen. Wir alle Gegner zu Tode. Und was haben wir hier noch? Terminal. Ausstattung. Neue Waffe gehen wir testen. Deep Impact. Das ist die Shotgun, oder? Präzisionsgewehr. Pathfinder. Da, ja. Das wollen wir. Egal, was wir da drauf haben. Warte mal, ist das dreimal Verschlussgehäuse? Okay. Ist wirklich egal dann. Was sagt die Karte? Wo ist die Karte? Hier ist die Karte. Karte sagt: das goldene Ödland. Hier ist die Hauptmission. Machen wir eine Seerunde, oder? Kann ich das markieren? Ja. Wir machen eine Seerunde. Brücke. Ich brauche dich. Manchmal lasse ich auf der Reise meinen gedankenfreien Lauf. Und plötzlich habe ich einen Tagtraum, in dem Callow ein Spion mit einem Doppelleben ist. Das würde eher zu Ihnen passen. Das ist näher. Obwohl, die Sachen interessieren mich gar nicht. Willst du mich da jetzt hin, Sam? Kleiner Stein, den wir uns anschauen, oder? Nicht, dass ich da auf die Klippe rauf muss. Oh, du Bastard! Du Bastard! Verdammt, Sam! Hier drüben. Hier drüben schaffen wir es rauf. Verdammt! Sag ich. Perfekt. Mal sehen, wie ihr hiermit zurechtkommt. Ich will das Ding nicht mag. Wo ist das Ding? Ah ja. Ich glaube, das war's. Sam, was war das? Ein eidetischer Auslöser mit Bezug auf Ihren Vater und die Teile meiner Speichermatrix, die er blockiert hat. Was hat ihn ausgelöst? Erlik hat ihn mit ihrem Fortschritt als Pathfinder gekoppelt, nicht mit einem Ort. Es mag verwirrend sein, aber meine Programmierung ist eindeutig. Wenn Sie weitere dieser Auslöser finden, werden die Erinnerungen freigeschaltet. Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Ist das wert?
Da waren wir schon, oder? Mir kommt das gerade nicht bekannt vor, aber... Ich weiß, wo Bibi rumgehängt ist. Osio! Osio, Osio! Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Ja, ja. Verstehe. Ins Auto. No, man. Ne, das da. Was für ein Trick. Was ist das? Sieht nicht mehr so aus, als wäre es das, wo ich hin will. Wir nähern uns Anlage 2, Beständigkeit. Sie wurde uns als die Anlage verkauft, bei der wir es hinkriegen. Aber sie hatte nicht mal Zeit zu verschleißen, bevor die Cat sie zerstört haben. Um die Cat kümmern wir uns noch. Eins nach dem anderen. Okay. Komm ich nicht durch? Schade. Puh. Wir wollen doch, dass ich hier runtergehe, oder? Wir schauen runter. Ich glaube, da war noch ein fetter Fight zu haben. Eine portable Deckung der Cat. Sie haben sich nicht mal die Mühe gemacht, sie wieder mitzunehmen. Die Nexus hat kein Team entsandt, um die Leichen zu bergen. Wir wussten, dass wir einige Leute verloren haben, Ryder, aber niemand hat uns gesagt, dass sie zurückgelassen wurden. Ich frage mich, wie viele da draußen sind. Zu viele. Lexi, aktualisieren Sie die Unterlagen der Nexus über Trinitas Gordanis und schicken Sie ein Bergungsshuttle hier raus. Gute Idee. Sie hatten noch nicht mal alles ausgepackt. Die Cat haben Ihnen keine Gelegenheit dazu gelassen. Ja, was gibt's hier? Nichts, wirklich? Scans! Scan das Spiel. Scanning Floor. Scannt man es auch. Statt Killing Floor. Weil so viel gescannt wird. Ich glaube, das werden sie in keinem Spiel mehr machen. Das Ganze rumgescannen. Hier sieht's aus wie in einem Kriegsgebiet. Den Überlebenden zufolge haben die Cat von allen Seiten angegriffen. Es war ein Massaker. Noch keine 5 Leichen gesehen. Falschen Tasten die ganze Zeit. Kann ich das markieren? Ja, geht doch. Lexi, hier ist noch eine Tote. Verstanden. Was? Ich warte auf Ihren Scan. Ich glaube, sie war oberhalb. Oder? Leider, wo hast du die Leiche gesehen? Das ist die? Ilar, Tysa. Ich habe die Unterlagen aktualisiert, Pathfinder. Ich glaube, wenn wir da was aktivieren, kriegen wir gleich einen Fight. Pathfinder, ich habe genügend sensorische Daten, um ein Bild aus der Vergangenheit zu rekonstruieren. Aber abspielen lasst es mich nicht. Okay. Okay.
Komm ich nicht rein. Müsste es dann hier nicht mehr Tote geben? Mhm. Nicht, dass ich mich beschweren will. Für ein Massaker sind hier wirklich nicht genügend Leichen. Was, wenn sie weggebracht wurden? Wir wissen, dass sich die Nexus nicht die Mühe gemacht hat, sie abzuholen. Sie denken doch nicht, es könnten die Cat gewesen sein. Das ist keine schöne Vorstellung. Was haben wir hier noch? Ein Tisch. Sekundärterminals. Wir haben hier keinen Zugriff. Sam? Sofern es sich um einen Standardaufbau handelt, befindet sich der Hauptzugang tiefer im Inneren. Yep. Hier ist es viel zu ruhig. Keine Sorge, das beheben wir gleich. Sieht aus, als hätten sie es eilig gehabt, von hier zu verschwinden. Sie haben während eines Cat-Angriffs evakuiert. Die meisten haben es nicht geschafft. Too bad. Pathfinder. Zum Zeitpunkt der Abschaltung wurde ein Wartungsbericht veröffentlicht. Und was steht drin? Lauft. Cat! Überbrücken Sie die Steuerung! Schließen Sie die Tür! Tempest, wir haben es mit einem unbekannten Gegner zu tun. Evakuieren Sie den Pathfinder! Wow, nicht so schnell! Negativ, Harper. Wir müssen uns bedeckt halten. Cat nähert sich ihrer Position. Cat und dieses Ding? Verfluchte Scheiße! Hey! Wo sind sie? Achtung! Wo ist das Ding? Let me fight! Leben hat das Ding hier nicht. Okay, jetzt bin ich sauer. Noch ein Landungsschiff mit Verstärkungstruppen. Seien Sie vorsichtig. Wurde vor der Energiedrosselung eine manuelle Abriegelung. Das Riesenvieh ist erledigt. Wir haben es geschafft. Vergessen Sie da nicht etwas? Die Cat zum Beispiel? Weiter zum nächsten. Ist da noch? Da ist noch ein nächster. Wie ich den Fight das erste Mal machte, dass ich da ziemlich auf die Nuss bekommen habe. Quick Scope Rider. Das ist eine Singularität. Nice. War es alleine gemacht? Nein, Überreste. Wo lungert der letzte herum? Das war's? Wir haben's geschafft! Es überrascht mich, dass die Nexus auf Eos weiterhin einen Außenposten errichten will. Sie kennen doch das Sprichwort: aller guten Dinge sind drei. Diesmal werden wir es hinkriegen. Wo ist der fette Typ gestorben? Irgendwo hier. Mal schauen, ob ich schon rein kann hier. Ich hatte schon gehört, dass der Angriff auf Beständigkeit schlimm war, aber das hier... Oh, verdammt. Pläne für Spezialprojekt Sigma. Sie haben etwas gebaut, aber es fehlen Teile.
Das muss das Projekt sein, das Sie in Anlage 1 geborgen haben. Eine Methode, die Cat zu bekämpfen. Wir könnten es fertigstellen. Alle Komponenten in Anlage 2 hatten Sicherheitsmarkierungen. Ermittle mögliche NAV-Punkte. Ich habe eine Komponente für das Projekt von Anlage 2. Wie komme ich hier rein? Von der anderen Seite doch. Gib mir die letzten Punkte hier. Zwischendurch ist das Spiel so leise. Einfach. Da ist einfach die ganze Musik auf einmal weg. Okay. Anscheinend oberhalb. Okay, Karte, was sagst du? Hier drüben. Wo ist mein Nomad? Schlecht geparkt auf jeden Fall. Aber kein Problem für Super Jump Rider. Sag ich ja. Kein Problem. Super Jump Rider. Oh yeah. Es ist eine merkwürdige Vorstellung, dass sich alles, was wir hier sehen, verändern könnte, wenn wir Erfolg haben. Ich mochte die Vorstellung eines zukünftigen Eos, die wir vor Beginn unserer Reise hatten. Grüne Wiesen, Flüsse, Wälder. Ich frage mich, wie es hier letzten Endes wirklich aussehen wird. Weniger Todesstürme wären ganz nett. Was war hier? Sag nicht, dass nur kleine Biester hier waren. Verdammt, Karte. Wo führst du mich hin? Oder kann ich da nur was im Nomad machen? Jetzt. Verdammt, Mass Effect. Was soll ich hier tun? Verarscht mich doch. Letzte Komponente hier unten irgendwo. Dort vorne ist ein Shuttle der Initiative. Es sieht ziemlich mitgenommen aus. Das sollten wir uns mal ansehen. Wenn auch nur, um sicherzustellen, dass die Kette es nicht kriegen. Alle Komponenten von Anlage 2 liegen jetzt vor. Dann gehen wir jetzt zur Forschungsstation von Anlage 2 und finden heraus, was man damit anfangen kann. Fast Travel? Schaut nichts aus, verdammt. Muss aufpassen, dass ich mich nicht in den See stürze. Okay, keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich hier tun kann. Halten Sie die Augen nach allem offen, was groß und hungrig aussieht. Beständigkeit ist mehr als nur ein Name. Es... Was zum... Pathfinder. Diese Leiche. Ein Scan könnte uns mehr verraten. Er wurde nicht erschossen. Er wurde einfach totgeprügelt. Und wir wissen auch von was. Die Cat haben widerliche Schoßtierchen. West, Porter M. Haben Sie das mitbekommen, Lexi?
Ja, Pathfinder. Ich habe die Unterlagen aktualisiert. Das waren auch noch nicht alle Leichen. Logbuch. Mal schauen, ob wir noch einen finden. Sollten wir noch mal schauen. Lebenserhaltungssysteme sind bei 100%. Hübsch. Gehen wir zur Forschungsstation. Mal sehen, was wir haben. Warte, was? Das war's. Teile für das Projekt von Anlage 2. Check. Wie? War das die ganze Mission jetzt? Das sind die restlichen Leichen, verdammt. Die Kugana fehlt mir noch. Er hat bis zuletzt gekämpft. So treten Turianer ab. Ach komm. Mit Cash, Ressourcen, mit Gary, gefundene Reliktdaten. So wenige erst. Oh Gott. Oh je, yeah. Ich glaube, ich sollte das offscreen machen, dass ich da jemanden finde. Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Ja. Kein Interesse, das onscreen machen. Episode vorbei. Peace out.